Der nächste Vortrag ist der Vortrag von Muriel Kaufmann. Was essen in Tschub und was in der Remission? Ich habe es ein bisschen angeschnitten, aber das hören Sie jetzt von jemandem, der sich professionell damit beschäftigt. Muriel Kaufmann arbeitet als Ernährungsberaterin am USZ. Herzlichen Dank, Muriel, für deinen Vortrag. Gut, ich hoffe, mich können alle hören. Also, genau, vielen Dank für die kurze Einleitung. Einige Sachen wurden bereits angesprochen. Ich gehe ein wenig mehr in die Tiefe zur Ernährung bei Morbus Crohn und Colitis im Schub sowie in der Remission. Viele Patientinnen und Patienten, welche, egal ob erst seit kurzem oder schon längerem, an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung leiden oder diese haben große Unsicherheiten bezüglich ihrer Nahrungsmittelauswahl, bezüglich der Mahlzeiten. Einerseits können alleine einfach eine normale Mahlzeit Beschwerden auslösen, entweder direkt beim Essen oder Stunden danach. Dies ist sowohl im Schub wie auch in der Remission ein Problem. Dann gibt es dank oder leider aufgrund des Internets, ist ein wenig beides, eine Unzahl von Ernährungsempfehlungen, Tipps, Dinge, die man ausprobieren kann. Zusätzlich gibt es noch alle Fachpersonen, die man besucht, welche vielleicht sich auch wieder nicht unbedingt einig sind bei den Empfehlungen. Und all dieses Wissen kann auch dazu führen, dass man unnötige Einschränkungen trifft im Alltag, dass man ganze Gruppen von Lebensmitteln weglässt, was eigentlich nicht unbedingt nötig wäre. Wie bereits angesprochen, gibt es leider bis heute keine Evidenz, dass eine bestimmte Lebensmittelgruppe oder ein Nahrungsmittel einen Schub per se auslösen kann. Symptome ja, aber einen ganzen Schub nicht. Und es gibt auch nicht die Diät oder eine bestimmte Diät, die einen Schub vollständig verhindern könnte, obwohl wir alle, glaube ich, froh wären darum. Auch bereits angetönt ist leider die schlechte Studienlage. Seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ist es schwierig, allgemein im Ernährungsbereich, aber auch bei der Ernährung bei entzündlichen Darmerkrankungen, gute und sinnvolle Studien durchzuführen oder zu finden. Einerseits gibt es mehr Studien zum Morbus Crohn und der Ernährung als zur Colitis. Die Empfehlungen, die jedoch beim Morbus Crohn oder bei den Studien als Resultate herauskommen, werden dann auf die Colitis ulcerosa abgeleitet. Es gibt Studien, die an Kindern durchgeführt wurden und die Resultate werden auf die Erwachsenen übertragen, ohne dies groß zu hinterfragen. Und der Evidenzgrad der durchgeführten Studien ist allgemein eher schlecht. Einen kurzen Ausflug zu den Evidenzen. Für die, die das jetzt nicht selber nachlesen möchten. Evidenzgrad von Studien ist meist A, B oder C. A heißt, die Resultate werden durch Meta-Analysen, also durch den Vergleich von verschiedenen Studien oder durch randomisierte, kontrollierte Studien belegt. Randomisiert, kontrolliert heißt, dass man meistens eine Kontrollgruppe hat und eine Gruppe, die eine Intervention durchführt, also beispielsweise eine bestimmte Diät oder auch ein bestimmtes Medikament. Und kontrolliert heißt auch, dass andere Einflüsse, sei es Stress oder irgendwelche sonstigen Dinge, wirklich kontrolliert werden können und auch abgeleitet werden kann, dass wirklich die Intervention oder die Ernährung die Resultate belegt. Evidenzgrad B heißt, es sind immer noch Studien, die durchgeführt wurden, jedoch eben nicht mehr randomisiert. Also es ist einfach eine Gruppe von Personen, an denen, sage ich jetzt mal, getestet wird. Und Evidenzgrad C sind mehr Empfehlungen aufgrund von Beobachtungen oder Berichten, Expertenmeinungen, jedoch ohne wirklich durchgeführte Studien. Das Problem bei den Studien zur Ernährung ist, dass es meistens Evidenzgrad C ist und relativ selten A, also es wurden selten wirklich kontrollierte Studien durchgeführt. Das heißt, die Ergebnisse sind nicht so aussagekräftig und die Empfehlungen fehlen meist. Wie vorhin kurz auch gesehen,
gibt es relativ viele Ernährungsprobleme im Schub einer Colitis oder einem Morbus Crohn. Die allgemeinen wie Inappetenz, Erbrechen, Übelkeit oder eben, wie gesagt, die Unsicherheit und Angst vor einer Nahrungsaufnahme im Allgemeinen können auftreten. Dann auch individuelle Unverträglichkeiten oder Einschränkungen, weil man sich unsicher ist, was die anderen Symptome verschlimmert. Beim Crohn, je nachdem welcher Darmbereich entzündet ist, kann es zu einer reduzierten Resorption kommen der Nährstoffe, höhere Verluste durch den Durchfall oder eben auch Verluste von beispielsweise wertvollen Fettsäuren, wenn diese mit dem Stuhlgang wieder ausgeschieden werden. Bei der Colitis haben wir ähnliche Probleme mit dem Durchfall. Es gibt teilweise schmerzhafte Muskelspasmen, die dann wieder mehr Beschwerden machen können. Viele dieser Ernährungsprobleme müssen glücklicherweise nicht, aber können in einer Mangelernährung enden. Das Thema wird, wie schon angesprochen, im letzten Vortrag noch genauer besprochen. Was ist der Energie- und Eiweißbedarf einer Person in einem Schub, in einem aktiven? Energiebedarf ist eigentlich ähnlich bis gleich von einer gesunden Person, 25 bis 30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Sie müssen aber nicht ihre ganze Ernährung berechnen, für das sind wir da. Wenn Sie bereits Gewicht abgenommen haben oder der Gewichtsverlust stetig ist, ist es natürlich empfohlen, dass man diesen Bedarf anpasst. Der Eiweißbedarf ist höher als eine gesunde Person normalerweise aufweist. Einerseits durch den Abbau im Körper, andererseits aber auch durch die Entzündung. Nun, was sind unsere oralen Ernährungsempfehlungen, also die Empfehlungen zur normalen Aufnahme von Lebensmitteln? Wie bereits gesagt, viele dieser Empfehlungen sind Expertenmeinungen oder Erfahrungsempfehlungen und meist nicht per se mit Studien belegt. Wie bereits gesagt, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag zu verteilen, kann helfen, die Symptome zu lindern oder zu managen. Einerseits kann man den Energiebedarf besser decken, wenn es häufiger kleine Mahlzeiten sind über den Tag. Andererseits ist es einfach auch angenehmer und besser verträglich, statt eine oder zwei oder drei große Mahlzeiten zu haben an einem Tag. Es kann helfen, säurereiche Lebensmittel wie Zitrusfrüchte oder allgemeine Früchte zu reduzieren. Eine Reduktion von Koffein kann Beschwerden wie beispielsweise Durchfall verbessern. Koffein kann anregend wirken auf unseren Darm. Also entweder lassen Sie den Kaffee weg oder Sie wechseln auf koffeinfreie Produkte. Auch das Weglassen von Körnern, Samen, Nüssen oder allgemein Vollkorngetreide kann einerseits oder ist stark empfohlen bei Engstellen im Darm, um eine Blockade zu verhindern, kann aber auch ansonsten helfen, den Magen-Darm-Trakt zu entlasten. Vollkorn und andere hart verdauliche Lebensmittel können unsere Beschwerden einfach verstärken. Blähende Lebensmittel wie Kohl oder Hülsenfrüchte können reduziert werden, um Symptome wie Blähungen oder auch Durchfall nicht noch stärker anzukurbeln. Ähnlich oder in die Richtung vom Vollkorn gehen auch rohe Lebensmittel, vor allem Gemüse und Früchte. Sie enthalten Nahrungsfasern, was in der gesunden, ausgewogenen Ernährung wichtig ist, aber während eines Schubes den Magen-Darm-Trakt zusätzlich noch belasten können. Deshalb ist die Empfehlung, dass man Gemüse lieber gekocht in den Alltag integriert und allgemein die Mengen von den eigentlich empfohlenen 5 Portionen pro Tag reduziert. Fettreiche Speisen kann man meiden. Es ist wiederum so, dass Fett schwerer verdaubar ist und eine Belastung darstellen kann. Und wie bereits angesprochen, kann es helfen, den Laktosegehalt der Mahlzeiten zu reduzieren im Sinn von laktosefreien Produkten. Eine Laktose- oder Fructoseintoleranz während eines Schubes ist relativ häufig anzutreffen und kann somit relativ schnell auch eliminiert werden. All diese Empfehlungen sind individuell, also je nach Krankheitsverlauf oder je nach Symptomatik
können auch einzelne Empfehlungen umgesetzt werden und andere nicht. Es gibt Personen, die ohne Problem in einem Schub weiterhin Salat und Gemüse essen, ohne zusätzliche Symptome. Und deshalb muss da einfach sozusagen ausgewählt werden, was für einen selber am besten passt oder was am wenigsten Probleme macht. Mehr als 30% von Patientinnen und Patienten haben auch nach einem Schub, also nachdem die Entzündungsmarker gesunken sind, weiterhin gastrointestinale Beschwerden, sei es Durchfälle, Blähungen, Bauchschmerzen oder auch individuelle Nahrungsintoleranzen. Laktose wurde vorhin schon genannt. Wir empfehlen eigentlich, dass Sie sich in eine individuelle Ernährungsberatung begeben, wo man evaluieren kann, welche Lebensmittelgruppen Beschwerden auslösen, für das Sie nicht Dinge weglassen oder eine Restriktion haben, welche unnötig ist. Es gibt somit auch nicht die generelle Empfehlung, dass Sie im oder nach dem Schub Laktose und Fructose und diverse Dinge einfach weglassen. Aber was ist jetzt mit all den anderen Dingen, die man so liest und hört, die man weglassen könnte im Schub? Wie mit allem anderen mit der Ernährung ist die Evidenz bei den meisten relativ tief. Gluten gibt es eigentlich keine, also nicht viele Studien, die zeigen, dass es im Schub Symptome wie einfacher oder besser macht. Es kann sein, dass man mit der FODMAP-Ernährung mehr spezifisch auf den Weizen Erfolge hat. Bei den Emulgatoren und Sulfiten und Zusatzstoffen ist meistens sowieso empfohlen, auf unverarbeitete Produkte auch in der gesunden Ernährung zurückzugreifen. Spezifische Studien, die jedoch einen Zusammenhang zeigen von einer Remissionserhaltung oder der Auslösung eines Schubes, gibt es nicht. Auch bei Fleisch oder rotem Fleisch gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Fleischaufnahme und dem Verschlimmen der Symptome oder dem Auslösen. Somit darf auch das eigentlich weiterhin konsumiert werden. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass man durch eine Mehrzahl von inflammatorischen, also entzündungsfördernden Lebensmitteln ein erhöhtes Risiko hat zur Entwicklung. Vor allem eines Morbus Crohn sitzt in dieser Studie. Inflammatorische Lebensmittel werden hier Fleisch, was ich gerade gesagt habe, was kein Problem ist. Dann auch bestimmte Gemüsesorten, Süßgetränke. Jedoch ist die Studienlage relativ schlecht. Es wurde kein Follow-up gemacht. Es war eine kleine Anzahl von Patientinnen und Patienten, weshalb wir diese proinflammatorische oder diese antiinflammatorischen Lebensmittel nicht empfehlen können generell. Milchprodukte ganz wegzulassen ist auch keine Empfehlung. Wie bereits gesagt, kann die Laktose Probleme machen. Jedoch sind Milchprodukte eine gute Quelle von Kalzium, was je nach Medikation wichtig ist für die Knochengesundheit. Und sie bieten eine gute Eiweißquelle, welche wichtig ist beim erhöhten Bedarf. Und es wird auch nicht, oder es gibt keine Empfehlungen, generell entzündungshemmende Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren zu supplementieren. Das würde ich dann einzeln individuell ansprechen mit Ihrer ärztlichen Fachperson oder mit der Ernährungsberatung. Was machen Sie jetzt, wenn dieser Schub vorbei ist? Das Erste ist nach Abklingen des Schubes eine Bestandsaufnahme, da der Ernährungszustand von Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie lang der Schub angedauert hat, wie stark die Entzündungswerte waren. Und der erste Schritt ist, allfällige Ernährungsprobleme, die aufgetreten sind, zu beheben, sei das jetzt eben die Mangelernährung anzusprechen, individuelle Mikronährstoffe zu supplementieren oder andere Schritte. Danach gibt es wiederin keine spezifische Diät, die Sie einhalten sollten. Wie bereits gesagt, wird empfohlen, eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Alltag durchzuführen, mit Rücksicht auf individuelle Unverträglichkeiten. Um trotzdem noch ein, zwei Empfehlungen mitzugeben, dass Sie nicht einfach vor nichts stehen. Falls Sie Ihre Nahrungsfasermenge reduziert haben während des Schubes, also weniger Gemüse, weniger Früchte,
ist die Empfehlung, diese wieder langsam aufzubauen und nicht gleich am Tag 1 zurück zu den 5 Portionen pro Tag zu wechseln, da dies dann auch zu Obstipationen oder einfach Verträglichkeitsproblemen führen kann. Bei Bedarf oder wenn man merkt, dass scharfe oder sehr stark gewürzte Speisen Schmerzen oder Beschwerden auslösen, diese weiterhin zu reduzieren längerfristig. Gleich wie bei den Nahrungsphasen ist auch der Laktosegehalt im Essen wieder langsam aufzubauen. Außer man hat die Unverträglichkeit auch weiterhin, dann wird das natürlich weiterhin empfohlen, laktosefreie Produkte zu wählen. Die Fettmenge kann weiterhin leicht reduziert oder angepasst werden. Eine fettarme Ernährung ist nicht empfehlenswert, da sie Fett brauchen, um Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen. Und natürlich, falls Blähungen weiterhin bestehen, kann man stark blähende Lebensmittel wie eine große Menge an Zwiebeln, Knoblauch, Kohlsorten oder die Hülsenfrüchte weiterhin reduzieren. Bei Colitis ulcerosa, haben wir vorhin auch kurz angeschnitten, kann der Einsatz von Probiotika einen positiven Effekt haben auf die Remission oder die Remissionserhaltung. Wir werden dieses Thema heute nur ganz kurz so ansprechen, weil sonst bräuchten wir noch einen 5. Vortrag am heutigen Abend, um diese Thematik wirklich ganz zu klären. Eine routinemäßige Gabe von Probiotika wird bis jetzt nicht empfohlen. Falls es Sie jedoch interessieren würde, dürfen Sie sich wieder gerne an Ihre Fachperson wenden, die das mit Ihnen dann durchgehen kann. Nun gibt es noch diverse komplementärmedizinische Produkte, die wir mehrfach antreffen oder, wenn man auch nur einmal googelt, relativ schnell vorkommen. Hier haben wir wiederum das Problem, dass die Studien oder die Studienlage noch in den Kinderschuhen steckt. Also viele Studien wurden erst in den letzten paar Jahren überhaupt publiziert. Für Präparate wie Wermut oder Weihrauchkapseln gibt es keine ausreichende Evidenz, für das eine Empfehlung gemacht werden kann. Flohsamen, Flohsamenschalen, also Phasen sozusagen, zeigen positive Ergebnisse auf eine Remissionserhaltung bei Morbus Crohn und Colitis und können angewendet werden. Das Kurkumin, das glaube ich vorhin auch irgendwo schon war, oder Kurkuma, zeigt auch positive Ergebnisse. Jedoch ist es beispielsweise in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen. Die Dosis ist teilweise noch nicht ganz klar. Und auch aus diesem Grund empfehlen wir diese nicht standardmäßig einzusetzen. Und es gibt auch Präparate, Kombinationen aus Mirre, Kamillenblüte, Kaffeekohle, die in den Studien eine remissionsverbessernde und erhaltende Behandlung eingesetzt wurden. Wiederum nicht genügend Studien und nicht genügend Ergebnisse, für das wir das grundsätzlich empfehlen. Allgemein würde ich Ihnen raten, dass Sie solche Präparate nur in Rücksprache mit Ihrer ärztlichen Fachperson anwenden, da es Nebenwirkungen haben kann oder auch Interaktionen mit Medikamenten, die Sie bereits einnehmen. Dann gibt es doch bis zu 45% von Patientinnen und Patienten, welche nach dem aktiven Schub Zeichen von einem Reizdarmsyndrom zeigen, Bauchschmerzen, Diarrhoe, Blähungen. Und das reduziert die Lebensqualität in Remission. Das hat nichts zu tun mit der eigentlichen Entzündungsaktivität. Und auch hier wieder die Empfehlung für eine individuelle Ernährungsberatung, wo man beispielsweise das Thema der FODMAP-Diät ansprechen kann und wo sie auch begleitet werden, dies auszuprobieren, ohne dass sie zu viele Restrikte in ihrem Alltag einführen müssen. Nun, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen, wie schon gesagt, werden wir am Ende beantworten. Vielleicht klären sich diese auch in den nächsten 2 Vorträgen. Und dann schließe ich hier ab. Gut, herzlichen Dank für diese sehr schöne Zusammenfassung. Ich weiß, dass wir die Fragen jetzt ganz am Schluss miteinander besprechen werden. Vielleicht eine Frage, weil du ja vom USZ bist. Gibt es Studien bezüglich Ernährung und chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, jetzt zum Beispiel am USZ? Ist dir irgendetwas bekannt, dass da irgendwelche Studien am Laufen wären? Ich glaube, es gab jetzt im 2021 mindestens eine, die am Laufen ist. Mhm. Wir sind leider meistens da nicht direkt involviert, sondern bekommen die Studien dann mehr
vor oder nach der Publikation. Aber direkt jetzt mit uns in Zusammenarbeit gibt es momentan, soweit ich weiß, keine aktive Studie. Was an sich absurd ist, weil wir Ärzte überhaupt keine Ahnung von Ernährung haben. Das sage ich jetzt so nicht. Unsere Teilnahme wäre sicher gewünscht. Gut, dann herzlichen Dank.